Herzlich willkommen bei meinem Single Coaching. Frage- und Antwortrunde nach dem Gruppencoaching. Hier eine weitere Frage, die ich ganz gerne nochmal aufgreifen wollte. Hier schreibt jemand, ganz oft ist es so, dass es nur bei einem Treffen bleibt. Woran liegt das? Frage ich mich oft. Ich bekomme mehr und mehr Selbstzweifel und mag mich bald mit niemandem mehr treffen. Also das Thema, nach dem ersten Treffen geht es nicht weiter. Und das führt dann dazu, dass man an sich selber zweifelt. Bin ich gut genug? Warum mag mich keiner? Und dann mit der Konsequenz, dass man sich selber zurückzieht und diese Treffen gar nicht mehr wirklich angehen möchte. Das wäre total schade. Ich kann verstehen, dass das, das nervt, dass das blöd ist, gerade wenn man sein Gegenüber spannend fand. Körbe gehören bei der Partnersuche tatsächlich dazu. Das ist so. Und das ist etwas, womit man im Vorfeld ein Stück weit rechnen muss. Denn es sind immer zwei Personen. Und dass man sich mit der ersten Person trifft und dass es passt, ist extrem unwahrscheinlich. Bei einigen funktioniert es, die meisten haben aber deutlich mehr Treffen, bevor es in Richtung Partnerschaft weitergeht. Von daher, stell dich darauf ein, dass es mehrere Treffen sind. Punkt 1. Punkt 2, das mit den Selbstzweifeln, es ist unheimlich schwer, einen Korb nicht auf sich zu beziehen und nicht persönlich zu nehmen. Ja, da ist dann doch das Ego, was so ein Stück weit was angekratzt wird und das ist dann, das ist doof. Und gerade wenn man selber vielleicht jemand ist, der nicht so eine total große Selbstsicherheit mitbringt oder der gerne mal schnell anfängt, an sich zu zweifeln, bin ich gut genug oder so solche Gedanken mit hat und sich dann schon mal getraut hat, rauszugehen, sich zu zeigen und jemanden zu treffen und dann noch einen auf den Dötz bekommt in so einer Situation, das ist dann natürlich, dann ist dieses kleine Fünkchen Mut, was man zusammengefasst hat, das wird komplett wieder im Keim erstickt, Klatsche obendrauf und dann geht einfach der Mut total runter und man traut sich nicht mehr und so. Das heißt, an der Schraube Selbstbewusstsein müssen wir unbedingt drehen. Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, ein etwas dickeres Fell bekommen und nach so einem Treffen gut für sich zu sorgen. Kann vielleicht auch schon helfen, dass du ein Treffen hast und dir danach gleich irgendeine Belohnung versprichst, dass du irgendwas Schönes machst, dass du irgendwas machst, was dir total gut tut, dass es dir leichter fällt. Das ist jetzt einfach nur der Belohnungsteil danach. Und gleichzeitig aber auch zu gucken, wie du deine Selbstsicherheit, wie du dein Selbstbewusstsein stärken kannst, damit du selbstbewusster in so ein Treffen reingehst und vor allen Dingen auch mit der Haltung, ich möchte genauso gucken, ob diese Person zu mir passt oder nicht. Denn oft ist es so, dass wir beim Kennenlernen in so ein Treffen reingehen und sagen, bitte, bitte, bitte mag mich. Und dann sind wir enttäuscht, wenn wir eine Abfuhr bekommen, wenn es sich zum zweiten Treffen kommt oder wenn unser Gegenüber nicht so begeistert ist wie wir selber. Und das heißt dann aber oft, dass der andere einfach eher erkannt hat, dass es nicht passt, eher als wir. Und mit der Zeit hätten wir das vielleicht auch gesehen. Das heißt, wenn wir nicht mit der Haltung, bitte, bitte nimm mich, sondern ich gehe selbstbewusst, selbstsicher ran, sage, ich möchte einen Partner finden, der wirklich zu mir passt, mit dem ich meine Vision von Partnerschaft leben kann. Ich stelle mir meine Partnerschaft so und so vor. Mir ist das und das wichtig. Das möchte ich gerne zusammen mit jemandem erleben. Das ist was, was ich anzubieten habe. Das kann man mit mir erleben. Und das ist im Prinzip der Wert, den ich habe, unter dem ich mich auch nicht verkaufe. Ja, ich habe eine gewisse Augenhöhe und auf dieser Augenhöhe möchte ich meinem Partner auch begegnen. Wenn ich da so rangehe und mit einer Haltung von ich prüfe, ins Kennenlernen reingehe, habe ich ein anderes Standing, habe ich ein anderes Selbstbewusstsein. Und da bin ich nicht darauf angewiesen, dass der andere mich mag. Denn ich treffe ja auch selber eine Entscheidung, möchte ich oder möchte ich nicht.
Das heißt, ich würde jetzt bei dieser Frage tatsächlich von unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Richtungen dieses Grundthema angehen. Es ist tatsächlich, ich würde dir den Online-Workshop empfehlen, denn da haben wir diese unterschiedlichen Themen aufgedröselt hinzu mit Mut. Wie laufe ich los und wie mache ich es mir selber leicht? Ja, was brauche ich? Welche Handbremsen sind da angezogen? Auch Thema Selbsterkenntnis ist Schritt 3. Wie komme ich zu mir Selbstbewusstsein? Wie gehe ich selbstsicher damit um? Und dann natürlich auch Schritt 4, der Kompass. Ja? Ganz klar wissen, was ist mir eigentlich wichtig, damit du das dann bei den Treffen, also bei Schritt 6, überprüfen kannst. Und dann bist du in einer anderen Rolle. Und dann bist du nicht mehr so darauf angewiesen, dass derjenige sich meldet und dass er dich will und dass es zum zweiten Treffen kommt, weil du von dir aus vielleicht mehr Personen durchwinken würdest. Es kann natürlich auch sein, dass du dich bei den Treffen einfach so komisch benimmst, zurückziehst, gar nichts sagst, komische Sachen sagst, so nervös bist, aufgeregt bist, dass der andere einfach ein unangenehmes Treffen mit dir hat. Das kann natürlich sein, das kann ich so nicht sagen. Das wäre was, da müsste man dann einfach mal gucken, ob sowas der Fall ist, dass du Sachen sagst, womit du den anderen überforderst, dass du Sachen so formulierst, dass der andere sich unter Druck gesetzt fühlt. Sowas kann auch alles sein. Das muss man dann wirklich gucken. Dafür finde ich gerade dieses begleitende Gruppencoaching zum Online-Workshop super, weil wir da diese Punkte immer wieder aufgreifen können, weil wir dich an die Hand nehmen, weil du nicht alleine bist und weil wir solche Sachen dann durchsprechen können und weil du danach auch wieder so einen Kick in den Hintern bekommst. Und damit das, wo du jetzt sagst, ich mag mich bald mehr mit jemandem treffen, das wäre nämlich echt schade, dass du dran bleibst und dass du dann wirklich in eine Partnerschaft kommst, die sich für dich wirklich stimmig anfühlt und in der du dich wohlfühlst. Das ist das Ziel. Und dafür wünsche ich dir alles, alles Gute. Gerne Daumen nach oben, wenn was Spannendes dabei war. Und ich freue mich, von dir zu hören. Bis dann. Tschüss.